Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien. Heute gehen wir einer Frage wieder nach, die wir aus Facebook haben, aus unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Und zwar, warum steigt eigentlich der SVXY nicht wie erwartet? Was ist der SVXY? Ihr kennt vielleicht unsere Videos schon zum Thema VXX. Da haben wir etliches schon darüber gemacht. Und ganz pauschal kann man sagen, der SVXY ist genau das Gegenteil des VXX. Das heißt also, während ja der VXX versucht, genau die Volatilität abzubilden, indem er jeweils die ersten beiden VIX-Futures kauft, macht der SVXY genau das Gegenteil, denn er versucht quasi die Entwicklung der Volatilität invers darzustellen. Das heißt, er macht eins, er verkauft permanent die ersten beiden Futures, die es gibt, also die ersten beiden Volatilitätsfutures. Er versucht auch hier roundabout eine durchschnittliche Laufzeit von 30 Tagen hinzubekommen, weil was sowohl der VXX als auch der SVXY wollen, ist den sogenannten VIX Short Term Index nachzubilden. Ein hypothetischer Index, den gibt es also auch nicht real, sondern wird nur hypothetisch berechnet, und das versucht man eben über den Verkauf der VIX Futures hier beim SVXY zu erreichen, weil man das Ganze ja invers haben möchte. So, wir schauen uns mal folgende Situation an, oder wir rufen uns mal folgende Situation ins Gedächtnis. Vor einigen Tagen hatten wir ja die Entscheidung in England, dass die Briten aus der EU austreten wollen, und das hat ja erstmal zu starken Verwerfungen an den Märkten geführt. Das führte dazu, dass die Volatilität explosionsartig anstieg, und danach setzte ja eine sehr, sehr starke Erholung ein. Und diese Erholung hat dazu geführt, dass die Volatilitäten natürlich extrem stark nach unten gefallen sind. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was haben denn die damals ihre ersten und zweiten VIX-Futures gemacht, dann sieht das folgendermaßen aus. Schauen wir uns als erstes an den VIX-Future Juli 2016. Dieser VIX-Future, der ist innerhalb von 2 Tagen um 24% gefallen, wie ihr das hier im Chart sehen könnt. Okay, das war der erste Future. Gehen wir in den zweiten Future rüber, der August-Future. Und ihr seht, vom Chartbild her sieht das in etwa gleich aus, aber der ist eben nicht um 24% gefallen, sondern etwas weniger, und zwar um 18%. Jetzt könnte man ja meinen, wenn diese beiden Futures, der eine 24%, der andere 18%, innerhalb von 2 Tagen fallen und der SVXY das Ganze invers nachvollzieht, dann müsste der doch eigentlich, naja, sagen wir mal, wenigstens um die 20% gestiegen sein. In der Realität sah das Bild aber so aus, ihr seht das hier im nächsten Chart, der ist zwar gestiegen, aber eben nur, in Anführungszeichen, um 10%. Also er hat ungefähr nur 50% dessen gemacht, was man hätte eigentlich erwarten können. Und jetzt ist die Frage, wieso passiert denn das Ganze? Warum steigt der nur 50% an oder beziehungsweise nur 10%, wenn doch das andere 20% fällt, wenn er doch eigentlich short ist? Und der Grund, oder es sind mehrere Gründe, was dazu beigetragen hat. Punkt Nummer 1 ist folgender. Wenn wir hier die Entwicklung der Futures gesehen haben, dann ist es ja immer die Endabrechnung. Das heißt, so war es am Ende des Tages. Dieser ETF, der muss allerdings eins machen, der muss ja während des kompletten Handelstages permanent diese Futures rollen. Das heißt, in dem Falle, der muss immer den ersten kaufen, weil den ist er short, muss ihn auflösen und muss dafür den zweiten verkaufen. Und das bringt ihm zwar in einer Normalsituation Rollgewinne, aber da er das nicht ganz komplett synchron machen kann, ne, da er es auch nicht sagen kann, den verkauft, den sofort gekauft, weil er permanent den ganzen Tag das machen muss, um am Ende des Tages wieder ungefähr eine Durchschnittslaufzeit von 30 Tagen in seinem Depot zu haben, entstehen hier sogenannte Tracking Errors. Das heißt also einfach Fehler, und die sind extrem groß. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Man denkt immer, naja, das sind 1-2%. Nein, nein, die sind riesengroß, diese Fehler. Der zweite Punkt, der hier noch zum Tragen kommt, sind natürlich Kosten. Denn wenn wir dieses andere Produkt, den VXX, short sind und dieser VXX produziert Kosten, die gehen natürlich von seiner Performance ab. Und wenn wir short ein Produkt sind, was hohe Kosten produziert, dann ist das gut für uns.
Wenn wir allerdings long ein Produkt sind, was Kosten produziert, dann ist das schlecht von uns. Und das wirkt sich eben ganz extrem auch noch mit auf die Performance aus. Es gibt dann noch so zwei, drei andere Dinge, die noch mit dazu beitragen, dass zum Beispiel das jeden Tag neu berechnet wird und deswegen dann auch die Futures wieder angepasst werden müssen, also quasi die Indexierung, die jeden Tag auftritt. Aber ganz pauschal, wir wollen das jetzt hier nicht zu akademisch machen, sondern wir wollen es praktikabel machen. Was können wir daraus lernen? Wir können eins daraus lernen, nämlich erstens, der SVXY, genau wie der VXX, vollziehen die Entwicklung der Volatilität zu ungefähr 50% nach. Das heißt also, steigt die Volatilität um 10%, können wir davon ausgehen, dass der VXX 5% steigt und der SVXY 5% fällt. Umgekehrt natürlich dann genauso, fällt die Volatilität, steigt der SVXY etwa nur die Hälfte dieser Abwärtsbewegung an. Und zum anderen ist es ganz einfach so, dass der SVXY, diese vielen X und Y machen mich ganz verrückt, dass dieses Produkt aus unserer Sicht heraus nur die zweitbeste Wahl ist, um die Volatilität zu handeln. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es viel, viel besser ist, anstatt den SVXY long zu gehen, viel besser den VXX short zu gehen. Das hat langfristig eine deutlich bessere positive Erwartungshaltung. Das sieht man auch, wenn man mal diese beiden miteinander vergleichen würde, diese Charts, dann sieht man eben, der VXX fällt permanent, der SVXY macht eben nicht permanent neue Hoch, sondern bewegt sich zum Beispiel in den letzten zwei Jahren kaum noch von der Stelle. Und deswegen ist es einfach nicht das optimale Instrument. Es ist kein schlechtes Instrument. Man kann, wenn man Optionen darauf handelt, gutes Geld damit verdienen. Aber wer das Risiko kennt, wer weiß, wie man Risikomanagement betreibt, der sollte ganz einfach immer schauen, dass er bei ansteigender Volatilität dann lieber VXX short geht, anstatt SVXY long. Okay, das war's für heute. Wenn ihr Fragen zu diesen ganzen Vola-Produkten habt, da gibt's ja noch viel, viel mehr, dann schreibt mir das hier unten in die Kommentare. Ich beantworte euch eure Fragen sehr gern. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Dann wieder mit einem Thema rund um das Thema oder rund um den Handel mit Optionen, denn dafür ist das hier der richtige Kanal. Wir sehen uns. Euch viel Erfolg an der Börse. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.